Endlich zum Diät-Treff. So, dann will ich jetzt mal Genie aus. Oder denn? Egal. Also ich komme zum 7. Stock. Bin ich jetzt mal gespannt, wie das umgesetzt wurde. Durch die Pforte. Wo hängst du denn jetzt rum, Harry? Noch einmal rechts abbiegen. Entschuldigung. Das wäre meine Eingangshalle. Wie geht's? Was machen deine Halluzinationen? Kannst gerne machen. Ah, ich hätte gesehen, das Porträt vom Astronomen benutzen. Oh. Das sah bestimmt als Snapes. Angst einflößendes Wesen. Was ist da so ganz schlimm? Ich war auch mal einer. Bin ich da jetzt eigentlich richtig schnell, ne? Ich war noch nicht bei der fetten Dame. Da muss ich ja rechts. Ne, links. So, da bin ich mal jetzt gespannt. So, jetzt rechts, ne? Nochmal rechts. Ne, links. Und jetzt. Rechts. Ah, sind wir doch. So. Hey, Harry. Ja? Ah, das die Tote ist er. Er weiß bestimmt etwas über selbstdüngende Sträucher. Sumpfkrattler, Salamander, Erdlinge. Oh, hoffentlich behalte ich das alles. Hm. So, Chili, was willst du denn? Sumpfkrattler, Salamander. Hast du schon gesagt. Lern dir was Cooles, Harry? Bitte! Ich denk mal drüber nach. Na komm schon, Harry. Irgendwas Tolles kannst du uns bestimmt beibringen. Ich kenne den Zauber nur vom Hörensagen. Aber wie wär's damit, Harry? Reductio, hast du den nicht im Trimagischen Turnier benutzt? Hier steht, man soll zielen, den Zauberstab so schwenken und Reductio sagen. Reductio! Ui. So, probier mich das mal. Geh ich den Uhrzeigersinn drehen. Reductio! Sieh her, Jim. Wow. Jetzt geht ihr ab wie die Luzi. Ausgezeichnet. Gut gemacht, Ginny. Wenn man mit Fred und George aufwächst, lernt man das Unfug machen ganz von allein. Gut. Mal sehen, ob hier noch jemand so gut ist wie Ginny. Danke fürs Unterrichten, Harry. Hat die jetzt befriedigt, oder wie? Ist die jetzt weg? Geil. Also noch Colin? Wo ist die Nervensäge? Hey, Harry. Hallo, Harry. Ich freue mich so auf den Unterricht. Machen wir was Aufregendes, ganz bestimmt. Ja. Können wir was in die Luft sprengen? Oder jemanden in ein Frettchen verwandeln? Oder diesen Zauber üben, mit dem man jemanden bewegungsunfähig macht? Petrificus Totalus! Okay, dieser Zauber mag einfach sein, aber er ist trotzdem nützlich. Um einen Gegner zu lähmen, richte deinen Zauberstab aus und tippe dreimal so wie ich. Petrificus Totalus! Pass doch auf! Petrificus Totalus! Petrificus Totalus! Petrificus Totalus! Lass das, Harry! Wow, Harry, du bist der beste Lehrer aller Zeiten! Danke! Bringen wir es den anderen bei! So ist der jetzt herrlich? Ja. Zacharia, du bist dran.
Wo ist die Backpflaume? Hey! Ist er das? Jo. Wann bringst du uns mal was Sinnvolles bei? Wie wär's, wenn Harry uns beibringen würde, dir das Maul zu stopfen? Lass gut sein, Ron. Ich weiß einen Zauber für Zacharias. Zacharias hilft dir bestimmt dabei, den anderen den Zauber zu zeigen. Ja, hier steht's. Rictus Sempra. Man muss den Zauber ausrichten und dann den Zauberstab so schwenken. Nach unten. Rictus Sempra! Geiles Ding. Also gut. Stell dich dorthin, Zacharias, und ich zeige allen, wie es funktioniert. Rictus Sempra! Rictus Sempra! Toller Zauber! Rictus Sempra! Rictus Sempra! Benimm dich! Prima! Das habt ihr alle toll gemacht! Hey! Ich hatte viel zu wenig Zeit zum Üben! Oh, tut mir leid, Zacharias. Mehr Zeit haben wir für den Zauber nicht. Vielleicht ein anderes Mal. Wirklich toll, dein Unterricht, Harry. So, und jetzt noch Cho Chang. Annehmen wir gehen mal zu Neville. Wo ist er denn? Wo ist Neville? Hallo Neville. Weißt du etwas über selbstdüngende Sträucher? Natürlich. In meinem Buch Fleischfressende Bäume der Welt sind ein paar echt gute Fotos davon. Es liegt auf meinem Nachttisch im Jungschlafsaal. Ihr könnt es euch holen. Danke. So. Auf zu Joe. Hallo Harry. Was bringst du uns heute bei? Das ist die letzte Stunde vor Weihnachten. Kannst du uns was Lustiges beibringen? Ich kenne nur die Zauberformel. Kannst du Levi Corpus aufblättern, Hermine? Gut, hier steht, man soll den Zauberstab in die Luft heben und so bewegen. Beides nach oben, okay. Levi Corpus! Okay, Joe. Sieh her. Levi Corpus! Levi Corpus! Levi Corpus. Toller Zauber. Levi Corpus. Toller Zauber. Hör auf. Das war schon ganz gut. Okay, das war wirklich schlecht. Aber du schaffst es. Die anderen Zauber hast du schließlich prima hinbekommen. Das hast du gesehen? Ja. Los, zeigen wir es den anderen. Bleib, Harry. Ich möchte mit dir reden. Oh. Da bin ich mal gespannt. Ist alles in Ordnung? Du bist ein richtig toller Lehrer, Harry. Mistel. Na endlich. Oh, Mysteriumsabteilung. Träumt wieder von der Tür. Ah, Angriff auf Mr. Weasley. Harry, Harry! Ron, dein Daddy! Schnell! Wir müssen zu McGonagall! Harry, was ist los? Kann ich jetzt nicht erklären. Wir müssen McGonagall finden. Los! Ihr habt mich fette Dame genannt. Aber eher kein Gentleman! Wo wollen Sie zu solch später Stunde denn noch hin? Rons Dad wurde von einer Schlange angegriffen. Harry hat im Schlaf geschrien. Ich hab nicht geträumt. Mr. Weasley wurde verletzt. Ich hab's gesehen. Beruhigen Sie sich erstmal. Ich glaube Ihnen, Potter. Sie und Mr. Weasley gehen jetzt sofort zum Büro des Direktors. Ich hole Ginny und ihre Brüder. Los jetzt. Die Zeit drängt. Guter Vorschlag. Los, Harry, laufen wir zu Dumbledores Büro. Wenn man die Treppe mitspielt, dann ja. Lernen wir bestimmt noch gleich Oklumentik, das Erschließen des Geistes. Damit Voldemort nicht mehr in Harrys Geist eindringen kann. Los, Harry, du hast gesagt, wir müssen uns beeilen. Ich kann nichts in die Treppe. Hört auf Kammer, mit dem Krach. In der Kammer des Schreckens war das Büro von Dumbledore noch in dritte Stock. Phineas, gehen Sie schnell zu Ihrem Porträt am Grimaud-Platz. Sagen Sie Bescheid, dass Arthur Weasley schwer verletzt worden ist. Professor, bitte.
Was ist bloß los mit mir? Herr Direktor, Sie wünschten mich zu sprechen. Ja, Severus. Ich befürchte, wir können nicht bis morgen warten. Potter, kommen Sie mit mir. Professor? Los, Potter. Fuchs wird zu Molly fliegen. Wir haben dafür gesorgt, dass Ihr Vater von den richtigen Leuten gefunden wird. Warum bin ich hier? Was... Sie sind hier, um Oklumentik zu lernen. Sag ich doch. Magische Verteidigung des Geistes gegen das Eindringen von außen. Es gibt eine Verbindung zwischen Ihnen und dem Dunklen Lord. Sie müssen lernen, das zu kontrollieren. Sie meinen, er kann meine Gedanken lesen? Lesen, kontrollieren, manipulieren. Wenn er sich der Verbindung bewusst wird, können Sie sich nur mit Oklumentik schützen. Ich dringe in Ihre Gedanken ein. Legilimens. Okay, dringend das nächste. Okay, ich mach mal einfach etwas. Ah, da klappt was. Okay. Ah, okay. Okay. Anscheinend... Geil, funktioniert. Anscheinend muss ich jetzt die Wii-Family immer gegensätzlich zum Zauberstab von Snape richten. Links jetzt. Runter. Ja. Hoch. Links. Mitte. Unten. Nee, hoch. Ja, weg ist er. Komm noch. Wie lange dauert denn das? Wie viele Runde geht denn das? Du nämlich schon der Arme. Komm, hau ab, Snape. Wie lange übersteht denn der das? Schleimer, Sniffelus. Das hat er doch irgendwie so in Erinnerung von Snape gesehen, der Harry. Also im Film. Snape wurde besiegt. Sauber. Oh, mein Arm. Nicht übel, Potter. Für den ersten Versuch war es nicht so schlecht, wie ich erwartet hatte. Muss ich viele Stunden nehmen, Sir? Wie es scheint, teilen Sie die Gedanken und Gefühle des Dunklen Lords. Eine solche Verbindung muss um jeden Preis unterbrochen werden. Sie dürfen an nichts mehr denken. Entledigen Sie sich aller Emotionen. Jetzt, wie geht's jetzt weiter? Ist ja mal ein Krümmelblies oder was? Wahnsinniger Gedankensprung. Du solltest bald nach Hogwarts zurückkehren. Bevor du gehst, schau noch mal bei deinen Freunden vorbei. Sag Arthur Bescheid, wenn du gehen möchtest. Okay. Harry, wie geht's? Gut. Die Sache mit Mr. Weasley muss schlimm für dich gewesen sein. Wir sind froh, dass du uns warnen konntest. Ansonsten wäre alles viel schlimmer gewesen. So, geh schon mal die zwei suchen. Hey. So, wird bestimmt wieder langatmig. Ich geh mal die Treppe da hoch. Gucke. Was war denn das? Verräter eures Blutes! Scheißale! Das ist bestimmt ein Sirius, seine Mama. Ah, das sind meine Freunde, ja. Hast du Creature gesehen? Ich wollte ihm sein Weihnachtsgeschenk geben. Nein, habe ich nicht. Hallo. Hallo, Harry. Hör mal, Kumpel, wegen meines Dads. Ich weiß, es tut mir leid. Wieso leid? Du hast ihm das Leben gerettet. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe ihn verletzt. Das kann nicht sein. Hermine behauptet doch immer, dass man in Hogwarts nicht apparieren oder disapparieren kann. Du kannst es nicht gewesen sein. So, gehen wir zum Arthur. Wo immer der auch sein mag.
Oh, heilige Schnitz. Fragt sich nur, wer Scheißer ist. Gehen wir mal hier gucken. Ah, was machst du da, Ginny? Creature versteckt Sachen, damit wir sie nicht wegwerfen können. Mom hat mir aufgetragen, hier nach den übrigen Sachen zu suchen. Sei vorsichtig, in diesem Haus gibt es ein paar wirklich gefährliche Sachen. Außer du. Du bist doch da. Depulso! Oh. Ich bin so müde. Vorsicht, Harry! Mal sehen, was da noch so ist. Aktion! Super. Sieh dir das an! Geht nicht auf. Mal sehen, was da noch so ist. Ich muss gar nicht wissen. Da ist nix. Orden der Merlin erster Klasse. Das gehört Sirius Großvater. Sirius meinte, sein Großvater hätte dem Ministerium jede Menge Gold gegeben. Sirius ist mit jemandem verwandt, der sich benimmt wie Lucius Malfoy. Komisch, was? Sie sind verwandt. Lucius Malfoy hat Narcissa Black geheiratet. Das bedeutet, Sirius hat Draco in der Familie. Kein Wunder, dass Sirius nichts mit ihnen zu tun haben will. Mal sehen, was da noch so ist. Aber ändert sich schon bald Draco ihre Ansicht. So. Ich glaube, es ist unmöglich, hier Ordnung zu schaffen. Creature muss seine Schätze weggeschafft haben. Ja, so. Depulso! Aktion! Mann, ey, jetzt muss ich doch hier noch was machen, ey. Tut sie nicht weh, Harry. Da. Was ist denn das? Was ist das für ein Buch? Noblesse der Natur. Eine Genealogie der Zauberei. Danke, Harry. Ich glaube, das war's. Ich packe jetzt besser. Bis später. Geh schon mal zu Asa. Bis dann, Ginny. Anscheinend die Treppe kann man nicht hochlaufen. So, kann man da reingehen? Ja. Das fürnehme und gar alte Haus der Blacks. Lestrange. Sie sitzen in Azkaban. Ich wohnte hier, bis meine Mutter mich rauswarf. Ich hasste sie alle und zog bei deinem Vater ein. Hast du Creature irgendwo gesehen? Er ist jetzt schon längere Zeit verschwunden. Er hat doch nicht etwa das Haus verlassen. Er mag mich vielleicht verachten, aber dazu braucht er immer noch meine Erlaubnis. Nein, er treibt sich hier irgendwo rum. Ich suche ihn besser. Tja. Wer ist das denn? Creature muss hier irgendwo sein.
Sag Arthur Bescheid, wenn du gehen willst. Okay. Also muss ich ihn erstmal finden. Geil. Ah, da ist er ja. Eben war's noch nicht. Geht es Ihnen gut, Mr. Weasley? Aber klar doch, Harry. St. Mungo war eine interessante Erfahrung. Ein Heiler im Praktikum hat mir ein paar alte Muggelheilmethoden gezeigt. Sie nähen Wunden mit Fäden zusammen. Faszinierend. Was ist bei dem Angriff wirklich geschehen? Es ist ganz einfach. Ich hatte einen langen Tag, bin eingedöst, jemand hat sich angeschlichen und zugebissen. Bist du bereit für die Schule? Ja, es kann losgehen. Du solltest mit Sirius sprechen. Er wartet im Gobelinzimmer auf dich. Mhm. Sirius schickt mich zu den Freunden, dann zu Arthur. Und der schickt mich dann wieder zu Sirius zurück. Wissen die beide, was die wollen? Wenn meine Herrin wüsste, dass Ungeziefer ihr Haus verpestet, würde es ihr das Herz brechen. Meine Mutter hatte kein Herz. Jetzt hau ab, Creature. Wie immer der Herr sagt. Fiese Ratte. Schau ich nur, wer die fiese Ratte ist. Ah, jetzt passiert so, was. So, wird Zeit für dich nach Hogwarts zu gehen. Ständig müssen wir uns verabschieden. Es wird natürlich nicht immer so bleiben. Harry, du bist ein guter Mensch. Harry, es ist Hagrid, er ist zurück! Hagrid, wo hast du die ganze Zeit gesteckt? Toll! Ach, ist ein bisschen kompliziert, weißt du? Was ist los, Hagrid? Kann nicht weg, ohne jemanden von ihm zu erzählen. Von wem? Kann ihn nicht einfach so zurücklassen. Grob ist doch mein Bruder. Nun, Halbbruder. Grobby, böser Junge. Darf ich vorstellen? Hermine. Hermine! Hey Harry, du musst zu Snapes Büro. Du hast doch jetzt Oklumentik. Danke, dass du mich daran erinnerst. Mach ich jetzt erst die Sprot auf Grabe fertig. Gryffindor Gemeinschaftsführer Schlafsaal suchen. Da ist er. Schade, dass es nicht früher wie gehen. Stein der Weißen kann man schrecklich mit Besen rüberfliegen. Muss man alles zu Fuß machen. Wieder die Brücke. Was glaubst du, machen wir in Pflegemarkt? So, was machen wir jetzt? Hi. Bautruckel. Geh weg was mit machen dir. Deine Halluzinationen? Sei still. Wahrscheinlich da lang. Zu Arithmantik. Musst du nicht zu Snapes Büro? Ich gehe zum Jungenschlafsaal. Ich gehe mal das Buch holen für unseren Kräuterkunde-Aufsatz. Dann mache ich das. Könnte ich das so Sprout. Alles klar. Und dann... Ja. Snape und wieder auf Flamendig wahrscheinlich.
Harry. Wäscher ins Gemeinschaftsraum finde. So, schnell hier hoch. So, Neville's Bett ist dort, wo Trevor drauf hockt. Geil. Tarnung machen wir nicht. Wir müssen nach einem Buch gucken. Seht ihr's? Ich seh's nicht. Zum Erforschen A drücken. Mrs. Weasley würde durchdrehen, wenn sie dieses Chaos sehen würde. Das kann doch nur hier sein. So, bin ich blind? Für Dienstverhältnisse sind das noch relativ wenige West Ham-Poster. Wo ist denn das? Will der uns verarschen? Okay, ich suche da mal offscreen weiter. Und sehen uns dann, wenn ich das Buch habe. Bis dann. Ciao.